Leute, zu Assassin's Creed Origins. Ja, wir sind hier mitten in der ägyptischen Wüste und heute geht es in einem Angehauen, in dem zweiten dieser Serie erst, um den Discovery-Modus von Assassin's Creed Origins. Ja, als kurzer Überblick, in diesem Discovery-Modus kann man nun geschichtliche Aspekte in Form von geführten Touren erleben. Wir stehen hier genau neben einer solchen Tour zur Katara-Senke, die werden wir gleich mal durchführen, während wir hier auch schon ein weiteres Feature sehen, das wir aus dem Hauptspiel kennen. Ja, man kann jetzt die Gegend hier, die ganze Spielwelt von Assassin's Creed Origins frei erkunden, ohne Gegner, ohne Bedrohung irgendwie zu sterben oder die ganze Zeit kämpfen zu müssen. Es gibt nach wie vor NPCs, es gibt nach wie vor Besatzungen von Lagern und so weiter. Aber insgesamt ist der kompetitive Bereich des Spiels außen vor gelassen, um eben mehr über die Ägypter, ihre Kultur und entsprechende Themen zu erfahren. Oder auch eben die Topografie des Landes, wie hier bei der Katara-Senke. Und was auch sehr schön ist, Senu, unser Adler, wird wieder eingesetzt hier, um uns, damit wir uns einen Überblick verschaffen können aus der Vogelperspektive. Wunderschön, immer wieder nett anzuschauen, auch die Panoramen hier. Genau, das Spiel weist einen auch ein bisschen darauf hin, was man machen kann in diesem Discovery-Modus. Das ist definitiv wunderschön. So, das nochmal so als kurzen Überblick. Es gibt insgesamt über 70 von diesen geführten Touren. Ich glaube, ich habe es schon erwähnt. Und wir werden uns eine davon erstmal hier reinziehen, damit wir einen entsprechenden Überblick haben. Das sind Touren, da wird auch angegeben, wie lange die ungefähr dauern. Das ist so ein bisschen wie in einer Art virtuellen Museum. Die dauert hier nur 2 Minuten, das ist sehr kurz, mit 2 Stationen. Es gibt auch längere Touren, in der Regel sind die so alle circa bei 5 Minuten. Es gibt auch ein paar längere, es gibt auch eine Tour, die ich gesehen habe, die hat 20 Minuten Angabe an Zeit. Zeitangabe, aber insgesamt dauern die alle nicht sehr lang. Die Touren sind sehr übersichtlich gehalten und liefern verschiedenste Informationen zu verschiedenen Bereichen. Auch das sehen wir uns alles gleich noch an. Wir nehmen erstmal einfach so eine Tour mit. Willkommen bei die Katara-Senke. Genau, und jetzt können wir quasi die verschiedenen Stationen abgehen, ablaufen und uns weitere Informationen beschaffen. Die Katara-Senke liegt im nordwestlichen Teil Ägyptens. Das große natürliche Becken liegt 133 Meter unter dem Meeresspiegel und ist komplett mit Salz bedeckt. Nach der Afar-Senke ist sie der niedrigste Punkt des afrikanischen Kontinents. Okay, so. Ja, so ungefähr muss man sich das vorstellen. Es gibt immer eine Erzählerstimme, die ist übrigens nicht immer weiblich. Es gibt auch eine männliche Erzählerstimme und die wechseln sich in der Regel immer ab. Zusätzlich zu dieser beschreibenden Erklärung kann man sich noch mehr Infos anschauen. Ihr seht es schon mit A. Dort haben wir meistens noch eine Illustration im Hintergrund sowie den ausgeschriebenen Text und eine kleine Überschrift und ja auch die Angabe der jeweiligen Station. Hier haben wir jetzt Sandsturm in Ägypten von 2006. Jeff Schmalz, Visible Earth, von der NASA fotografiert. Ja. Und solche Illustrationen, auch historische Illustrationen, gibt es zu den einzelnen Themen dann entsprechend an den einzelnen Stationen. So, das war Station 1 von 2. Und wir gehen jetzt mal zu der zweiten Station, die hier drüben auf der anderen Seite liegt. Das Klima ist heiß und trocken. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 36 Grad Celsius. In der geschützten südwestlichen Region liegt die berühmte Siwa-Oase. Heute fördert man in der Katara-Senke Erdöl. Ja, ein sehr schönes Panorama hier. Wir sehen es nochmal. Hier gibt es jetzt keine Illustration. Das ist aber, wie gesagt, eher die Ausnahme. Ja, und so hätten wir schon mal eine ganz kleine Tour abgeschlossen. Die Katara-Senke werden quasi belohnt mit dem Abschluss der Tour. Und so ungefähr funktioniert der Discovery-Modus. Man kann natürlich jetzt sagen, man holt sich auch sein Reittier gerade nicht, aber ein Reittier kann man auf jeden Fall auch benutzen. Ich glaube, man kann es nur nicht immer die ganze Zeit herbeirufen. Ja, und man kann jetzt natürlich sich angucken, welche Touren gibt es denn insgesamt. Gehen wir doch mal ins Menü. Das Menü ist nämlich auch ganz interessant gemacht. Wir haben hier einmal links eine Übersichtskarte. Das ist im Prinzip die grobe Karte von Assassin's Creed Origins mit den verschiedenen Regionen hier, die hier entsprechend wieder aufgegriffen werden, die man aus dem Hauptspiel auch kennt. Und man sieht hier auch schon die verschiedenen Touren, zum Beispiel
zu den verschiedenen Pyramiden in Gizeh. Und hier oben in Alexandria gibt es einige Touren. Es gibt welche hier in der Kyrenaika oder Kyrenaika, wo auch entsprechende Touren zu den Römern drin sind. Auch da können wir gleich mal kurz reingucken. Die Übersicht über die Touren findet sich hier. Man sieht hier auch schon 20 zu Ägypten im Allgemeinen, also zu der Topografie des Landes, die Wüsten, Katara-Senke, Siwa, das Fayum, die Stadt Memphis, Natron und so weiter und so fort, die Flora, Hieroglyphen, also allgemeine Themen zu Ägypten. Dann haben wir hier 16 Touren zu den Pyramiden, Ursprünge, Stufenpyramide des Djoser und so weiter und so fort. Wir haben 14 Touren zur Stadt Alexandria, die ja auch eine prominente Rolle auch im Originalspiel einnimmt. Wir haben, was ich ganz oder mit am spannendsten finde, eigentlich 20 Touren zum ägyptischen Alltag. Ich habe mir die Mumien schon mal näher angesehen. Tempel und Priester, Amulette, Rituale, Osiris, die erste Mumie, Bauen im alten Ägypten, Arbeiter und Transport, also sehr kulturgeschichtliche und sozialgeschichtliche Aspekte, die hier eine Erwähnung finden in Form von Touren. Und dann haben wir auch noch 5 Touren, das ist ein bisschen weniger, hier zu den Römern in Ägypten. Gerade in der Zeit, in der auch Assassin's Creed Origins spielt, sind ja die Römer hier schon ein gewichtiger Faktor im ägyptischen Raum. Ja, wir können uns verschiedene Charaktere auswählen, das nochmal kurz zur Übersicht hier, die Originalen aus dem Spiel, auch hier Julius Caesar oder Kleopatra, man kann die Leila Hassan nehmen, man kann Ptolemaios III. Nehmen oder halt irgendwelche, ich sag mal, No-Name-Charaktere, auch da kann man alles Mögliche sich hier aussuchen. Ich habe mal so eine normale ägyptische Frau genommen, aber das ist einem selbst überlassen. Hier haben wir einen Reisepass, da kann man nochmal alles sich genau anschauen, was man bisher abgeschlossen hat. Wie gesagt, bei mir ist das noch nicht allzu viel. Wir haben jetzt gerade die Katara-Senke gemacht, die Hauptregion habe ich mir auch mal angeschaut. Ein paar Touren zu Alexandria und zum Alltag bisher. Dementsprechend werden wir auch gleich nochmal auf Pyramiden und auch auf die Römer entsprechend eine Tour uns jeweils anschauen, damit ihr mal so einen kurzen Einblick bekommt. Es soll aber hier nicht darum gehen, einen kompletten Überblick zu bekommen, versteht mich da nicht falsch, es ist hier nur ein kurzes Angehauen. Das ist quasi der Umfang dieses Discovery-Moduses. Hier haben wir nochmal einen Zeitstrahl, finde ich auch ganz nett gemacht, dass man hier nochmal eine zeitliche Übersicht hat, über was für einen langen Zeitraum wir eigentlich sprechen, wenn wir von Ägypten oder dem alten Ägypten reden. Unsere Zeitrechnung heute versus die Zeit vor unserer Zeitrechnung, also vor der Geburt Christi im Jahre 0. Und da sieht man schon hier, altes Reich ab 2686 vor 0, wenn man so will, bis zu dieser Zeit, in der auch Origins spielt bei Kleopatra 69 bis 31 vor Christus. Das sind schon echt sehr, sehr lange Zeiträume, in denen hier verschiedene altes Reich, mittleres Reich entstanden ist, das neue Reich, die Spätzeit und dann die Ptolemäer-Dynastie, die, wie gesagt, den Zeitbereich von Assassin's Creed Origins ja eigentlich nur beinhaltet oder umgedreht. Ja, dann gibt es hier nochmal eine Steuerungsübersicht. Es gibt auch den sehr schönen Fotomodus hier wieder im Spiel, den ich nur sehr empfehlen kann. Da kann man sehr schöne Panoramabilder machen, ähnlich wie im Hauptspiel. Das Reittier kann man angeblich doch rufen, aber es geht hier nur gerade auf der Katara-Ebene anscheinend nicht. Ja, also das ist so eine kurze Übersicht übers Menü, was man hier alles so Schönes auswählen und machen kann. Warum baue ich das hier in ein Angehauen rein? Ganz einfach, ich finde es wirklich sehr, sehr lobenswert von Ubisoft, dass sie, sagen wir mal, ihren Spaß und ihr Interesse an der Geschichte, unter anderem Ägyptens oder auch an der Geschichte allgemein, hier in einen solchen Modus packen, der dem Spieler ermöglicht, welcher ja häufig auch sehr geschichtlich interessiert ist, einen tieferen Einblick zum Beispiel in die Kultur und auch in die Region des alten Ägyptens zu bekommen. Das finde ich erstmal einen sehr, sehr löblichen Vorgang, dass man sich darum Gedanken gemacht hat. Es hat ein Team von insgesamt, glaube ich, auch 50 oder 70 professionellen Historikern, Archäologen, Illustratoren und so weiter und so fort. Also Leuten, die Recherchen durchgeführt haben. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm. Die haben sich damit beschäftigt, diesen Discovery-Modus zu bauen und zu recherchieren. Und daraus sind dann hier diese Touren entstanden und daraus hat man den Discovery-Modus gebaut. Eine sehr, sehr löbliche schöne Sache, die nicht ohne ihre Nachteile kommt, das will ich gleich mal vorab sagen. Wir werden uns auch damit gleich einmal beschäftigen. Vielleicht gehen wir zunächst einmal
aber weiter und informieren uns einmal über den Ursprung der Pyramiden. Auch hier wieder mit einem ganz einfachen Schnellreisebefehl kommt man dorthin nach kurzer Ladezeit und kann dann entsprechend gleich wieder sich informieren lassen. Ja, das würde ich sagen, nehmen wir nochmal gerade mit. Das interessiert mich auch persönlich hier mal so ein bisschen. Circa 5 Minuten, 7 Stationen. Und dann lassen wir uns mal hier ein bisschen berieseln, dass ihr nochmal einen tieferen Eindruck habt, auch wie verschieden diese Touren sein können. Das ist eben nicht nur Topografie, wie jetzt eben mit Katara. Das ist, wie ich schon sagte, kulturgeschichtliche Sachen. Das sind Touren zu den Pyramiden, zur Stadt Alexandria und ihren Stationen und Begebenheiten. Und wir legen jetzt hier mal los. Willkommen bei der Ursprung der Pyramide. Genau. Und stapfen hier einmal durch die Wüste. Die Herkunft des Wortes Pyramide ist umstritten. Viele glauben, dass es sich vom griechischen Wort Pyramis ableitet, das ein kegelförmiges Brot beschrieb. Leben und Tod wurden in der altägyptischen Kultur mit den Zyklen der Sonne verbunden. Die perfekte Form der glatten Pyramide galt als Metapher gebündelter Sonnenstrahlen, in die der Pharao nach seinem Tod transformiert wurde. Die Pyramiden repräsentierten den Benben, den Urhügel des Schöpfungsmythos von Heliopolis. Diese Geschichten durchdrangen nahezu jeden Aspekt des Lebens im alten Ägypten. Jo, und hier haben wir wieder Infos. Copyright Jean-Claude Goivin, das ist ein, soweit ich das gesehen habe, da gibt es auch nochmal, glaube ich, eine eigene Tour zur Ägyptologie quasi. Ein ehemaliger Archäologe und Wissenschaftler, der auch entsprechende Zeichnungen über Städten Ägyptens angefertigt hat, und zwar in Kooperation hier mit dem Team von Ubisoft. Dementsprechend sieht man häufig hier seine Zeichnungen auch im Spiel. Hier dann eben von Heliopolis, im Jahre 2016, und das ist entsprechend hier die erste Station. Wir gehen mal weiter. Während der prädynastischen Periode unterschieden sich die Bestattungspraktiken abhängig davon, ob man in Ober- oder Unterägypten lebte. Lange vor den Pyramiden nutzte man Grabgruben. Den bisher ältesten Grabbezirk Ägyptens fand man in Merimde bei Beni Salame in Unterägypten. Er wird auf 5000 vor unserer Zeit datiert. Untersuchungen ergaben, dass die Toten in flachen Gräbern in Fötusstellung beigesetzt wurden. Obwohl man auch einige Objekte in den Gräbern fand, lieferten diese keine Hinweise auf die soziale Stellung der Verstorbenen. Alles klar, hier sehen wir nochmal eine Illustration eines mumifizierten Körpers aus dem 3. Jahrtausend. Ich sage jetzt mal vor Christus, hier heißt es vor unserer Zeit, vermutlich weil das Team natürlich, wie es ja selber auch immer sagt, aus Angehörigen verschiedener Kulturen und Religionen besteht und man jetzt niemandem auf die Füße treten will. Ob es das braucht, übrigens mit so einer Bezeichnung, darüber kann man sich sicherlich streiten. Ob es jetzt VUZ oder VCHR heißt, ist ja im Prinzip auch gleich. Aber man merkt an der Stelle schon, dem Spiel geht es auch darum, politisch relativ korrekt daherzukommen. Was nicht ganz unproblematisch ist, wie wir noch sehen werden, wenn wir uns gleich mit einem weiteren Aspekt noch auseinandersetzen werden. Aber wir werden jetzt erstmal die Tour hier vollenden. In Oberägypten kann man die prädynastischen Begräbnispraktiken und ihre Riten leichter studieren. Man unterscheidet hier zwei kulturelle Epochen, Badari und Nakada. Die Badari-Kultur erblühte zwischen 4400 und 3800 vor unserer Zeit. Die kleinen Nekropolen, die Archäologen außerhalb von Siedlungen entdeckten, zeugen von der Entwicklung eines Grabkultes. Der Leichnam wurde in ein ovales Grab gelegt und mit Ziegen- oder Gazellenhäuten bedeckt. Dem Verstorbenen wurden notwendige Gegenstände des täglichen Gebrauchs beigegeben. Okay, auch hier sieht man schon so allmählich die Entwicklung dieses Toten- oder Grabkultes, die auch so ein bisschen Ähnlichkeit zu den späteren Mumifizierungen schon hat, zu den Grabbeigaben, die man dann später auch bei den Pharaonen sieht, deutet sich so langsam auch schon an. Während der drei Nakada-Perioden zwischen 4000 und 3510 vor unserer Zeit wurden die Begräbnispraktiken immer komplexer. Die Form der Gräber änderte sich von oval hin zu rechteckig. Sie waren so den Häusern der Lebenden nachempfunden.
Die Grabstätten wurden größer und die beigegebenen Objekte zahlreicher und kostbarer. Die Gruften wurden komplexer. Mauerwerk, Holzverkleidungen oder rohe Ziegel dienten der Stabilisierung der Struktur. Mit der Zeit entwickelten sich Nekropolen, die die soziale Stellung der Verstorbenen reflektierten, wie zum Beispiel in Hierakonpolis, wo Eliten und Volk getrennt lagen. Okay. Ja, ihr seht schon, das ist relativ kurzweilig, man kommt da ganz gut durch. Wird jetzt hier nicht irgendwie mit Details überfrachtet, sondern bekommt erstmal einen groben Überblick über die jeweilige Thematik. Das Wort Mastaba, das wörtlich Steinbank bedeutet, beschreibt eine Form der Grabarchitektur, die von der archaischen Periode bis ins Mittlere Reich in ganz Ägypten weit verbreitet war. Die Mastabas, eine Weiterentwicklung der Grabgruben, bestanden meist aus zwei Elementen. Über der unterirdisch gelegenen Grabkammer wurde oberirdisch ein mächtiges viereckiges Gebilde mit gestuften Mauern errichtet. Darunter befand sich die Grabkammer. Die sehr viel größere Grabstätte eines Königs war oft von kleineren Mastabas umgeben. In diesen wurden die Verwandten und Höflinge des Königs beigesetzt. So, hier sieht man schon auch einen Aspekt dieser Touren. Es wird natürlich ganz viel auch grafisch repräsentiert von dem, was man gerade sieht. Also hier die Mastabas, die haben wir hier vorne dargestellt. Die kann man sich jetzt aus der Vogelperspektive anschauen. Man könnte jetzt natürlich auch hingehen und die durch die Vogelperspektive nochmal genauer anschauen mit Zenu, mit unserem Adler hier. Das ist ganz schön gemacht. Andererseits ist das Ganze natürlich jetzt nicht sehr, also ich finde persönlich nicht so sonderlich interaktiv, sondern eher ein bisschen anschaulich, statisch gelöst, das Ganze. Das kommt dem ganzen Modus, finde ich, nicht immer zugute. Ich glaube, hätte man da noch ein bisschen mehr Zeit und Energie reingesteckt, wäre es vielleicht möglich gewesen, das Ganze etwas interaktiver zu bauen und wirklich so eine Art, ja, interaktive Begehung möglich zu machen, weil so ist es ja aktuell so, wir gehen auf eine Station und dann haben wir ein Standbild und dann gucken wir uns das an und hören uns das gleichzeitig an. Das ist, denke ich mal, dem Medium noch nicht ganz so angemessen, aber vermutlich auch der Menge an Informationen, die dann repräsentiert werden und die man dann interaktiv gestalten müsste, einfach geschuldet. Die Gestaltung der Substruktur der Mastaba entwickelte sich während des Alten Reiches ständig weiter. Von der 5. Dynastie an wiesen Mastabas oft mehrere Kammern auf. Teilweise fand man bis zu 30 Räume. Auch das Ausmaß und die Qualität des Oberflächendekors wuchs beträchtlich. Genau wie die Zahl der Statuen, die man im Inneren fand. Okay, aber nochmal ein Modell vom Metropolitan Museum of Art in New York. A model of the Tomb of Perinebi. Alles klar, das Perneb. Mit einer Scale von 1 zu, ich weiß nicht wie viel. Ja. In Ordnung. Ja, wir gehen quasi immer nur die einzelnen Stationen ab. Also das ist wirklich ganz wichtig. Mit der 6. Dynastie erreichte man einen künstlerischen Höhepunkt. Die gesamte Wandfläche der Mastaba wurde mit Szenen des Alltags ausgeschmückt, den Reichtum all jener illustrierend, die in der Nähe der Pyramide des Pharao beigesetzt wurden. Das schönste Beispiel einer solchen Mastaba ist das Grab von Mereruka in Saqqara. Okay, also Verzierung einer Mastaba und damit haben wir quasi den Ursprung abgeschlossen. Wo kommen die Pyramiden eigentlich her? Was sind diese Mastabas und wie hat sich dieser Grabkult ursprünglich entwickelt? Ja, also ihr seht schon, das Ganze hätte ruhig ein bisschen interaktiver, finde ich, ausfallen können. Gerade wenn man hier so eine Steuerung noch implementiert, wo man viel klettern kann, viel machen kann. Vielleicht wird das bei der einen oder anderen Tour noch ein bisschen besser gelöst oder ein bisschen interaktiver, aber insgesamt ist es doch eher, ich klicke die Station an, ich bekomme einen vorgelesenen Text zu der Station und ja, das ist es dann auch meistens mit einem Standbild und einer Illustration dabei. Das finde ich an der Stelle ein klein wenig schade, ist aber wirklich Kritik auf einem, würde ich mal sagen, auf einem schon ziemlich hohen Niveau, dass es das hier überhaupt gibt, das ist ja schon mal wirklich ein großer, großer Fortschritt. Auch nochmal im Allgemeinen dazu, warum ich das Projekt insgesamt gut finde.
Man redet ja immer davon, Computerspiele oder Videospiele hätten jetzt so einen Zeitpunkt erreicht, schon seit ein paar Jahren, wo sie eine kulturelle Signifikanz besäßen. Und wenn man sich dem wirklich anschließt und sagt, ja, Spiele sind nicht einfach nur mehr Spiele, sondern sind wirklich auch kulturelle, soziale und sonstige Ausdrucksformen, dann finde ich es ganz interessant, dass man das jetzt auch mal wirklich in so einem Spiel wirklich wahrnimmt und sagt, naja, wenn man sich historisch ein klein wenig zusätzlich bilden möchte und etwas erfahren möchte über die Geschichte zum Beispiel hier dieses Landes, dann bieten wir dazu einen extra Modus an mit historischen, aufbereiteten und recherchierten Informationen. Das finde ich wirklich sehr fantastisch, dass man ja dieses Spiele als Kulturgut-Phänomen auch wirklich ernst nimmt und das Spiel nicht einfach nur Spiel sein lässt, sondern darüber hinaus noch etwas mehr bietet als ja, Spielehersteller und Spielepublisher, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. So, wir reisen jetzt mal weiter. Um mal ein bisschen auch einen Problempunkt des Spiels zu verdeutlichen, gehen wir mal nach Alexandria. Wo gehen wir denn da mal hin? Irgendwie hier hin? Und dann zeige ich euch mal, was an diesem Spiel auch schon kritisiert wurde und was sicherlich keine glückliche Entscheidung von Ubisoft gewesen ist. Wir haben es eben schon gesehen, es gibt diese Bezeichnung VUZ vor unserer Zeit. Es wird nicht vor Christus gesagt, wie man das in unseren Breitengraden eher so gewöhnt ist, sondern eben VUZ. So, ich muss mal gerade gucken. Der Kollege hier hat leider Klamotten an. Das ist schade, weil eigentlich wollte ich euch was zeigen, wofür ich mal eine etwas blankere Figur brauche. Ihr seht gleich, wie ich das meine. Man kann hier wieder synchronisieren. Das kennen wir auch schon aus dem Hauptspiel. Hier sind kleine Lecks drin. Ich hoffe, dass die sich gleich erledigt haben. Ah ja, hier. Da haben wir es schon. Die werte Dame hier besitzt sekundäre Geschlechtsmerkmale, wie ihr unschwer oder vielleicht auch nicht ganz so gut erkennen könnt, denn dort sind zwei Muscheln auf den Brüsten. Und das ist eben einer der Kritikpunkte. Man hat anscheinend, würde ich jetzt mal vermuten, für den amerikanischen Massenmarkt und seine doch sehr prüde Kultur irgendwie. Vergiss nicht, dass du den Fotomodus jederzeit benutzen kannst. Genau, das können wir auch mal machen. Können wir hier ein Foto von machen, das habe ich übrigens schon mal gemacht. Einfach aus Interesse, habe das mal auf Twitter gepostet, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Ja, man indiziert jetzt quasi oder zensiert vielmehr alle möglichen Arten von Geschlechtsmerkmalen bei Statuen. Historisch sind diese Statuen jetzt ja gerade bei Alexandria, das ist ja eine Stadt, die durch griechische Kultur sehr stark beeinflusst ist. Da gibt es ja dann quasi als Darstellungsmodus immer den idealisierten Körper einer Frau oder eines Mannes, dementsprechend ja auch die primären und sekundären Geschlechtsteile abgebildet. Das war damals Usus und so findet man die Statuen ja auch noch heute, wenn sie entsprechend überlebt haben, den Ansturm der Zeit quasi, findet man sie auch noch genauso wieder und da sind eben keine Muscheln drauf. Allerdings hat sich der Discovery-Modus entschieden, übrigens im Gegensatz zum Hauptspiel, das zu zensieren. Das Hauptspiel hat diese Geschlechtsmerkmale nicht zensiert. Das ist wirklich eine interessante und, wie ich finde, sehr merkwürdige Entscheidung, die ich mir nur erklären kann mit der Anbiederung an den amerikanischen Massenmarkt, weil ich wüsste nicht, wo sonst auf der Welt man ein wirklich großes Problem mit der Darstellung von nackten Körpern hat, soweit sie denn eben historisch auch überliefert sind. Zumindest in unseren Breitengraden ja eher nicht. Ja, das ist ein Problem, das das Spiel hat. Und ein weiteres ist eben, dass sie da auch versuchen, die Rolle von Mann und Frau möglichst gleichmäßig darzustellen. Das finde ich zum Beispiel okay, wenn es darum geht, dass man zum Beispiel die Erzählerstimmen abwechselt und sagt, bei uns erzählt nicht einfach irgendein Mann, sondern da sind es eben Mann und Frau abwechselnd. Das finde ich okay. Wenn es aber dann darum geht, dass auf irgendeiner Vase etwas historisch dargestellt wird, wo auch die Frau gleichberechtigt sei mit dem Mann und man deswegen die Darstellung auf einer Vase umgeändert hat, damit das entsprechend so aussieht, als wenn das gleichrangig dargestellt worden wäre. So habe ich das zumindest verstanden.
in der Diskussion, die da auch im Internet teilweise entbrannt ist, dann finde ich das sehr, sehr problematisch. Und dann muss ich sagen, weiß ich auch nicht, warum man sich dieser Gleichberechtigungsdiskussion da unbedingt anschließt, indem man dann historische Quellen verändert, um sie der heutigen Ideologie oder der heutigen Ansicht politischer oder sozialer oder kultureller Art, so wenig Zeit. Genau, um sich dann quasi anzubiedern. Das finde ich sehr verwerflich, wenn man sagt, man ändert deswegen Quellen um ein anderes Bild von der Vergangenheit darzustellen. Das ist wirklich ein großes Problem. Immer wenn es daran geht, dass Quellen verändert werden, dann läuft prinzipiell, finde ich, etwas schief. Was ist das eigentlich für eine Tour? Das Panion. Alles klar. 3 Stationen, 2 Minuten. Das könnten wir gleich theoretisch auch noch machen, aber ich will euch jetzt nicht mit den ganzen Touren hier schon vorspoilern und langweilen. Ja, das ist wirklich ein Problembereich des Spiels, der auch schon kritisiert wurde und den ich auch nur so kritisieren kann. Sehr, sehr schade, dass man da aufgrund von Political Correctness eben auch teilweise die Geschichte beschneidet und die Geschichte abändert, um einer modernen politischen Diskussion gerecht zu werden. Das finde ich ehrlich gesagt doch eher fast schon peinlich als rühmenswert. So, ja, das wollte ich an der Stelle auch nochmal loswerden. Ja, wenn ich mal versuche, ein Fazit zu ziehen, der Discovery-Modus kann natürlich jetzt nicht irgendwie eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Geschichte ersetzen. Das ist schon mal klar. Es wird mir auch nicht ganz klar, was Ubisoft jetzt damit beabsichtigt, das Ganze so als Bildungsobjekt zu vermarkten. Es hieß dann immer, für Schulen und Hochschulen sei das jetzt eine geeignete Institution, dieser Discovery-Modus, um quasi Ägyptologie oder Bereiche ägyptischen Lebens und so weiter zu lehren an der Hochschule oder auch an einer Schule. Mir ist nicht ganz klar, wie sich Ubisoft das vorgestellt hat, denn es wird ja jetzt nicht wirklich didaktisch begleitet, das Ganze, sondern ja einfach nur präsentiert. Hier gibt es Touren, hier gibt es eine Welt, die man sich angucken kann mit vielen Statisten, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie man das im Unterricht dann umsetzen soll. Da ist quasi jeder Lehrer und jeder Hochschullehrer wieder auf sich allein gestellt, das umzusetzen, was ja okay ist, aber ja, ich verstehe dann nur so bedingt die Vermarktungsstrategie dahinter, dass man sagt, das ist jetzt auch ein Bildungsobjekt für Schulen und Hochschulen. Es ist ein Werkzeug vielleicht, aber an der Stelle mehr glaube ich auch nicht. Gut. Was mir noch negativ aufgefallen ist, zumindest an einer Tour, das ist die Tour hier zu, na, wo war es denn hier, Alexandria, und zwar Kleopatra. Die ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, die Tour. Wir können ja mal kurz die Station uns anschauen. So, wir haben hier Darstellung zu Kleopatra, bestieg den Thron, bla 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 und so weiter und so fort. Hier wird auch Plutarch als Quelle zitiert. Das ist Station 1. Was mir ein bisschen gefehlt hat bei dieser Tour zu Kleopatra, ist einfach mal die grundlegende Problematisierung, dass wir über Kleopatra aus dem Nachhinein heraus nur über, ja, zum Beispiel oder unter anderem auch die Römer und andere Geschichtsdarstellungen wissen, die versucht haben, Kleopatra in einem bestimmten Licht darzustellen. Wir haben es hier mit einer Quellenproblematik zu tun, soweit ich das beurteilen kann. Und das wird hier, soweit ich es sehen kann, in den ganzen Stationen, das war übrigens auch eine sehr große Tour, mit 9 Minuten sieht man es hier auch schon, hier wird auf die Quellenproblematik im Prinzip nicht eingegangen. Und das finde ich sehr schade, hier wird dann dargestellt, der Kampf mit dem Bruder, Schicksal von Pompeius und so weiter und so fort. Ptolemaios der 13. hat Pompeius ja umbringen lassen, das wird ja auch im Hauptspiel thematisiert, da stehen ja die Statuen von Ptolemaios dem 13. mit dem abgetrennten Kopf dann irgendwo in der Gegend rum, die man zerstören kann. Und da hat er sich ja von versprochen, dass er Caesar seine Gunst erweisen kann oder die Gunst von Caesar erlangen kann. Das Ganze schlug fehl, das ist auch alles gut und schön. Dann haben wir hier Kleopatras Schachzug und so weiter und so fort. Das wird jetzt alles so erzählt, als wenn das alles so einfach unreflektiert feststeht, und das kann man aus den Quellen 1 und 1 alles so herauslesen, auch wie Kleopatra unterwegs war, wie sie dargestellt wird und so weiter und so fort. Kleopatra ist dann angeblich in Rom, bla 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 und so weiter und so fort. Das sieht alles sehr festgeschrieben aus. Das Problem ist nur, wer Kleopatra eigentlich war und wie sie gehandelt hat,
Das ist eigentlich gar nicht so klar. Und vor allen Dingen, wie Kleopatra ausgesehen hat, wissen wir überhaupt nicht. Auch da gibt es verschiedene, hier sieht man es auch schon, wahrscheinlich der Kopf Kleopatras des Siebten da oben in der Bildüberschrift. Das ist alles ein relativ offenes Buch in der Geschichtsschreibung, das Thema Kleopatra. Wir kennen natürlich immer die Darstellung dieser Femme Fatale Kleopatra, wie man sie aus Hollywood aus den 60ern schon kennt. Diese sexuell sehr offene Person, die mit ihren weiblichen Reizen spielt, die hübsch ist, super geschminkt und so weiter und so fort. Und die wahre Kleopatra, die wird dann in den Quellen teilweise sehr unterschiedlich dargestellt. Teilweise soll die angeblich sehr hässlich gewesen sein. Sie soll aber auch politisch tatsächlich sehr viel intrigiert haben und so weiter und so fort. Und die ganze Quellenproblematik, die hier hintersteht, die wird hier in dieser ganzen Tour nicht einmal thematisiert. Das ist mir persönlich aufgefallen, weil ich dazu auch ein bisschen Vorwissen schon hatte. Und deswegen sollte man diese Touren auch mit ein bisschen Vorsicht genießen, denn selbst wenn die gut recherchiert sind, heißt das nicht, dass einzelne Touren nicht doch mal quasi in der Qualität nach unten abfallen können. Ich hatte den Eindruck, diese Tour mit Kleopatra, das war eine solche Tour, die eben qualitativ nicht so auf dem Level war, wie man es sich gewünscht hätte. Andere Touren, zum Beispiel die Belagerung Alexandrias, das ist wie gesagt eine der längsten Touren, die ich bisher gesehen habe, die war wiederum sehr, sehr interessant aufgebaut. Denn hier haben wir Caesars Perspektive drin gehabt, mit Bürgerkrieg und so weiter. Und hier wurde auch irgendwo, ich weiß nicht mehr wo exakt, thematisiert, dass es teilweise widersprüchliche Berichte aus verschiedenen Quellen gibt und man nicht genau rekonstruieren kann, was exakt wie passiert ist bei dieser Belagerung. Und das fand ich wiederum sehr gut. Also da haben sie es hinbekommen, auf die Quellenproblematik einzugehen. Denn wir haben verschiedene antike Autoren und Überlieferungen und Funde, aber wir können kein einheitliches Bild rekonstruieren. Und allgemein wäre es vielleicht auch ganz schön gewesen, so Assassin's Creed Origins oder auch Assassin's Creed im Allgemeinen hat ja für sein Spiel immer einen Disclaimer, dass es ein fiktives Werk ist, das inspiriert ist von historischen Ereignissen und von Angehörigen verschiedener Kulturen und Religionen erstellt wird. Hier fände ich, für den Discovery-Modus wäre ein Disclaimer ganz schön, dass man diese ganzen Informationen nicht als absolute Wahrheiten wahrnimmt und verkauft, sondern dass es eben verschiedene Deutungsmöglichkeiten von Geschichte immer wieder gibt. Gerade beim Thema Kleopatra finde ich das sehr, sehr deutlich und das sticht irgendwie hervor, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dass es da nicht ganz sich verwahrheitlichen lässt. Und dass Geschichte immer eine Rekonstruktion ist, eine nachträgliche aus der heutigen Zeit in die Vergangenheit hinein. Und das fände ich als Disclaimer für diesen Discovery-Modus wäre super wichtig gewesen, damit man auch als zum Beispiel als junger Mensch, als Schüler oder als Student nicht dahin geht und sagt, oh, jetzt weiß ich genau, wie es sozusagen gewesen ist. Ich bringe da immer gerne dieses Zitat von Leopold von Ranke, diesem Geschichtstheoretiker aus dem 19. Jahrhundert, der sagt, ja, man solle Geschichte so darstellen, wie sie gewesen sei. Wobei die Frage immer ist, ja, wie war Geschichte denn? Und dann hat man es halt immer mit einer Rekonstruktionsleistung zu tun. Und das sollten Spiele, finde ich, an so einer Stelle, wenn sie sich schon so viel Mühe geben, Dinge geschichtlich aufzuarbeiten, auch durchaus mal erwähnen. Ja, das ist also eine Problematik, die wird einem vermutlich hier an einigen Stellen, wird die einem begegnen, das sollte man im Hinterkopf behalten. Wäre ganz schön gewesen, wie gesagt, wenn es da vielleicht einen Disclaimer zugegeben hätte. Ja, ansonsten muss ich sagen, was ich sehr, sehr gelungen finde, und dazu gehen wir mal wieder in die Vogelperspektive, das ist genau diese Perspektive von oben, sich über Ausmaße zum Beispiel der Stadt Alexandria, die historisch auch relativ gut rekonstruiert worden ist, mit diesen breiten Straßen, mit den Monumenten, dass man sich darüber wirklich gewahr wird, also über architektonische Verhältnisse, über Größen von solchen Statuen zum Beispiel hier, über Größenverhältnisse von Städten, ich habe es eben schon angesprochen, über topografische Elemente, ne? Hier ist dieser schöne große See, im Hintergrund sieht man kleine Hügel, man sieht natürlich auch die großen Pyramiden. Das ist etwas, was dieses Spiel ganz fantastisch darstellen kann und was im Übrigen auch dem Hauptspiel schon sehr, sehr gut gelingt, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie ein Ort historisch ausgesehen hat auf der rein visuellen Ebene. Also wie gesagt, topografisch, architektonisch ist das einfach eine Wonne. Wenn wir jetzt hier nochmal in den Fotomodus gehen, dann kann man jetzt auch hier aus der Vogelperspektive super tolle Fotos schießen. Und ich finde, das schafft das Spiel
wie bisher kein zweites. Ich habe es letztens bei Kingdom Come Deliverance schon mal erwähnt. Auch da gelingt das dem Spiel sehr gut, Architekturdetails korrekt zu repräsentieren oder zumindest einigermaßen realistisch darzustellen. Es gelingt ihm, Entfernungen zu visualisieren und begreifbar zu machen und topografische Verhältnisse realistisch darzustellen. Das finde ich wirklich, das ist eine Errungenschaft, gerade von solchen, ich sag mal, Action, in Klammern Action-Rollenspielen, die man in der heutigen Zeit immer häufiger sieht, jetzt hier bei Assassin's Creed oder auch bei Kingdom Come. Und das ist wirklich eine sehr große Errungenschaft, auch gerade dieses Discovery-Moduses, dass man sich wirklich jetzt hier, theoretisch kann man, glaube ich, so weit fliegen, wie man möchte. Man könnte jetzt hier auf den See hinausfliegen. Man könnte zu den Pyramiden da hinten fliegen. Das dauert dann natürlich alles seine Zeit. Wir können auch ein bisschen beschleunigen. Aber so kann man sich eben einen Überblick verschaffen und auf der visuellen Ebene tatsächlich das alte Ägypten bis zu einem gewissen Grad wieder auferstehen lassen. Auch hier ist natürlich eine Rekonstruktion gemacht worden, die nicht eins zu eins Geschichte abbildet. Auch das sollte man natürlich im Hinterkopf behalten. Aber ich finde, an dieser Stelle visuell gelingt es dem Spiel am besten. Vergiss nicht, dass du den Fotomodus jederzeit benutzen kannst. Genau. So, also das wollte ich nochmal loswerden. Und was ich auch nochmal loswerden wollte, ist, das, was mich am meisten begeistert bisher am Discovery-Modus, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen bei den Touren hier, das sind wirklich die Alltagsgeschichten. Also wie mumifiziert man im alten Ägypten? Welche Rolle haben Tempel und Priester? Welche Rituale gibt es? Wie wird gebaut? Und so weiter und so fort. Ackerbau, wie wird das betrieben eigentlich? Und so weiter und so fort. Auch die Sachen zu Ägypten allgemein, da gibt es dann so Sachen wie, welche Rolle spielt natürlich jetzt der Bringer des Lebens, nämlich der Fluss Nil, bei der Entwicklung dieser ägyptischen Reiche, die Wüsten, die es gibt, die verschiedenen Oasen, wie hier zum Beispiel Siwa, diese großen Städte wie zum Beispiel auch Memphis. Also das ist wirklich interessant, die Region Ägypten neu entdecken. Was ist das? Ach, da geht es, glaube ich, um die Fayum-Oase. Also man kann die Fauna des alten Ägyptens, die Flora des alten Ägyptens, über die Hieroglyphen, das ist auch nochmal eine große Tour hier. Also man kann wirklich sehr viel über die Kultur auch erfahren in diesen beiden Kategorien. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Die Römer haben wir uns jetzt nicht angeschaut. Ich denke mal, das lassen wir auch an der Stelle bleiben. Das geht jetzt wirklich zu weit. Die Aufnahme geht auch schon viel zu lang eigentlich für so ein kleines Angehauen. Aber ihr seht schon, das ist ein sehr schöner Modus mit natürlich ein paar kleineren Schwächen, aber insgesamt doch mit einem sehr positiven Fazit. Wer sich da genauer mal über die Geschichte Ägyptens informieren will, der hat hier jetzt eine wunderbare Möglichkeit dazu, wenn man entsprechend im Hinterkopf behält, dass diese dargestellte Geschichte auch immer eine Rekonstruktion ist. Und auch wenn wir hier eine Erzählerinnen- oder Erzählerstimme haben, auch das ist wieder eine Rekonstruktionsleistung aus der heutigen Zeit. Und das sollte man nicht immer alles für bare Münze nehmen. Denn ansonsten liegt man daher danach doch noch einem Geschichtsbild auf, ähnlich wie bei Kleopatra. Diesem Femme Fatale-Geschichtsbild auffliegen kann. Also da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner neuer Modus, der das Spiel nochmal auf eine andere Ebene hebt. Und das finde ich, da können sich andere Publisher und andere Entwickler wirklich eine Scheibe von abschneiden, die sehr gerne auf historische Authentizität bauen. Vergiss nicht, dass du den Fotomodus jederzeit benutzen kannst. Und das auch vermarkten. Und da wäre es mal ganz schön, die würden nicht nur Geschichte zum Vermarkten einsetzen, sondern wie hier auch, um wirklich Bildung zu betreiben bis zu einem gewissen Grad. Bei aller Vorsicht, die man da haben kann, wenn man sich geschichtlich genauer mit den Themen auseinandersetzt und da sagt, okay, das und das ist vielleicht nicht ganz ideal gelöst, aber das ist auf jeden Fall ein sehr hehres Ziel und das haben sie hier doch insgesamt ziemlich gut umgesetzt. Also liebe Leute, das war's, das Angehauen hier zu Assassin's Creed Origins, dem Discovery-Modus und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid ein bisschen näher informiert worden und bereist hoffentlich auch dieses wunderschön nachgebaute Ägypten und informiert euch, wenn ihr denn Interesse habt an der Kultur und an den verschiedenen topografischen Bereichen und was es sonst so Schönes hier zu entdecken gibt. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Angehauen. Euer Tastenhauer sagt auf Wiedersehen. Ciao, ciao.